Essen ist fertig. Mama! Mama? Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, ich muss zur Polizei. Meine Mama ist weg. Echt? Ja, dann komm gleich mit. Sind Sie denn von der Polizei? Bin ich. Ich kann dir bestimmt helfen. Komm. Und du bist eine echte Kommissarin? Ja, sogar eine Oberkommissarin. Wir waren ja schon mal mit der Schule, mit der ganzen Klasse. Aber wir durften nicht in einem Polizeiauto sitzen. Hey, ich bin der Michael. Wer bist du denn? Lilly Fleischer. Hi, Lilly. Wie alt bist du? 10. Cool. Lilly vermisst ihre Mutter. Die war heute Morgen nicht da. Ja, die war noch nie einfach so weg. Mhm. Und jetzt sollen wir dir helfen. Gut, dann setz dich mal hier hin. Okay. Lilly, dann erzähl doch mal, was genau passiert ist heute Morgen. Ja, also ich habe Frühstück gemacht, habe den Tisch gedeckt und dann wollte ich meine Mama wecken. Aber die war nicht da. Und ans Handy ging sie auch nicht. Ja. Kannst du mir die Nummer sagen? Weißt du die auswendig? Ja, 01796543. Langsam. 43. 6543. Okay. Und was ist mit deinem Vater? Der ist schon im Himmel. Gibt es denn sonst jemanden, den wir anrufen können? Ja, meine Omi, aber die wohnt in Hamburg. Wie heißt deine Oma? Elisabeth Berg. Die Telefonnummer weiß ich nicht. Kriegen wir schon raus. Nein, du musst unbedingt mal mit nach Ischgl kommen. Die besten Skipisten, die besten Skihasen. Lilly, das sind unsere Kollegen. Robert und Gerrit, das ist Lilly. Sie vermisst ihre Mutter. Tag, na, wie geht's dir? Du bist aber groß. Ja. Ich glaube, ich sehe dann mal selbst zu Hause nach. Ja, Mama. Lilly, wollen wir mal mit Gerrit zu dir nach Hause fahren? Was, wenn Mama immer noch nicht da ist? Ach, mach dir keine Sorgen. Wenn sie nicht da ist, dann suchen wir sie. Und wir werden sie bestimmt auch finden. Fahren wir mit einem Polizeiauto? Ja, aber unser Polizeiauto sieht ganz normal aus. Nicht grün-weiß oder blau-weiß. Ach so, okay. Okay. Tschüss. Ciao, Lilly. Bis nachher. Ciao. Raus aus den Klamotten, rein in die Klamotten. Solche Sorgen gemacht. Wo warst du denn? Mama, das sind Alex und Gerrit. Die haben mir geholfen. Sie sind von der Polizei. Ja. Polizei? Wir sind vom KL Fritz, mein Kollege Herr Grass. Ja. Ihre Tochter ist zu uns gekommen, weil sie sich Sorgen um sie gemacht hat, weil sie nicht da waren. Ich hab doch mal Brötchen geholt und hab mich mit der Verkäuferin verplaudert. Ich dachte, du wärst weg. Wie kommst du nur auf sowas? Niemals würde ich dich allein lassen. Mach dich schon mal fertig für die Schule, okay? Okay. Du bist eh schon viel zu spät. Danke fürs nach Hause bringen. Ist doch klar. Tschüss. Tschüss. Wissen Sie, seit Lillys Vater tot ist, leidet sie unter großen Verlustängsten. Ständig hat sie Angst, dass mir etwas passieren könnte oder ich sie alleine lasse.
Vielleicht ist es besser, wenn Sie Ihrer Tochter das nächste Mal Bescheid sagen, wenn Sie das Haus verlassen. Lilly hat noch geschlafen und normalerweise wäre ich ruckzuck wieder hier gewesen, wenn ich mich nicht verplaudert hätte. Ich muss mich um Lilly kümmern. Sie muss doch zur Schule. Alles klar. Okay. Jetzt wissen wir auch, dass alles in Ordnung ist. Danke. Tschüss. Sag mal, Alex, hast du meine Fortuna-Tasse verschlammt? Was soll ich mit deiner blöden Tasse? Gerrit? Werd ich mir meine Hände an deiner Fortuna-Tasse dreckig machen? Aber du kannst ja meine neue haben. Ja, lieber verdurst dich, ja. Da passt ja ein halber Liter rein. Hier ist sie ja, na also. Wir hätten die da hingestellt. Rizka 11. Hallo Lilly. Was ist denn los? Ja, gibst du mir bitte mal deine Mama? Ja, Lilly, wir kommen. Lilly? Hallo? Das gibt's ja wohl gar nicht. Was ist los? Lilly meinte, ihre Mutter sei gestürzt. Aber da war noch ein Mann im Hintergrund und der hat zu der Kleinen gesagt, sie soll sofort das Telefonat beenden. Ganz komisch. Komm, Gerrit, wir fahren mal hin. Hey, Polizei, stehen bleiben! Okay, ist gut. Was ist denn los? Was hat er gemacht? Ganz ruhig. Wir haben den Krankenwagen schon informiert, der müsste jeden Moment hier sein. Ich brauche keinen Krankenwagen. Mir geht es gut, ich bin nur gefallen. Frau Fleischer, zeig sie doch mal bitte. Das muss sich auf jeden Fall jemand ansehen. Lilly, magst du mir vielleicht mal dein Zimmer zeigen? Geh nur, Liebes. Zeig dem Mann noch mal das Bild, das du gemalt hast, ja? Okay. Wollen Sie sich setzen? Geht das? Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Frau Fleischer, wer war der Mann? Das war Ulf, mein Freund. Ihr Freund? Er hat sie geschlagen. Nein, ich bin nur dumm gefallen. Sie hatten Streit, oder? Ja, wir hatten Streit. Dann hat er mich irgendwie gestoßen und ich bin unglücklich gefallen. Das war aber alles. Er wollte das nicht wirklich. Schau mal, das ist Alex. Das bist du. Und hier, da bin ich. Habe ich wirklich so lange Beine? Ganz schön groß geraten. Lilly, das hast du wirklich gut gemacht, dass du uns angerufen hast. Der Mann, der eben da war, kennst du den? Ja, das ist Ulf, Mamas Freund. Hast du mitbekommen, was passiert ist? Nein, nicht ganz. Ich habe nur gehört, wie sie gestritten haben. Und dann ist Mama gefallen. Ist der Mann oft bei euch zu Hause? Naja, mal länger, aber dann wieder nicht. Hat sich Mama sehr weh getan? Nein, das ist alles in Ordnung. Es wird schon wieder. Frau Fleischer, wenn das nur ein Unfall war, bitteschön. Warum ist er dann weggelaufen? Wie lange kennen Sie sich denn schon? Ich habe Ulf in einer Bar kennengelernt. Das war so vor einem Jahr. Ich dachte, es sei die große Liebe und alle meine Träume würden wahr. Tja. Und jetzt ist es zum Albtraum geworden. Nein, nein, es ist nur so, dass Ulf hat seinen Job verloren. Er ist eben frustriert, weil er keine neue Arbeit findet. Und manchmal ist er eben wütend. Und dann schlägt er sie. Warum trennen Sie sich denn nicht von ihm? Weil ich ihn liebe. Ja, aber trotzdem, das dürfen Sie sich nicht gefallen lassen. Das ist Körperverletzung. Sie müssen ihn anzeigen. Das kann ich nicht. Ich lasse ihn doch jetzt nicht auch noch hängen. Aber Sie müssen auch an Ihre Tochter denken. Was ist denn, wenn er irgendwann Lilly was antut? Das würde er nie tun. Wie heißt Ihr Freund denn und wo wohnt er? Ulf Roth. Aber ich weiß nicht, wo er wohnt. Wie, Sie wissen nicht, wo er wohnt? Er war immer nur hier. Ich habe nicht gefragt, wo er wohnt. Ulf ist leider nicht da.
Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, vielleicht. Sie wohnen auch hier? Ja. Aber wenn Sie mir jetzt einfach sagen, worum es geht. Es geht um seine Freundin. Ulf hat eine Freundin. Das wusste ich ja gar nicht. Das wussten Sie nicht. Die beiden sind schon seit einem Jahr zusammen. Mario und Fleischer. Nee, also wirklich nicht. Also, worum geht's denn bei der Frau? Naja, sie ist, sagen wir es mal so, sie ist gestürzt. Okay, das tut mir leid. Mhm. Und wir denken, ihr Bruder hat etwas mit diesem Sturz zu tun. Wie bitte? Mhm. Und deshalb müssen wir dringend mit ihm reden. Wo ist er denn? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich könnte höchstens mal versuchen, ihn zu erreichen, telefonisch. Tja, aus. Tut mir leid, das Telefon ist leider aus. Also, ich kann Ihnen leider nicht weiterhelfen. Na gut, aber sobald Sie was von Ihrem Bruder hören, rufen Sie uns bitte sofort an. Wiedersehen. Mach ich. Vielen Dank. Okay, danke.